Hallo und willkommen zu einer weiteren Folge von Lego Batman 3 Jenseits von Gotham. Und wir sind zum letzten Kapitel oder der letzten Mission von den Bonus-Missionen angekommen, und zwar Dark Knight Trilogy. Bin mal gespannt. Dark Knight Trilogy war ein nicer Film, hat mir auf jeden Fall sehr gefallen. Mit richtig geilen Schauspielern, die wirklich sehr gute Arbeit geleistet haben. Bin ich jetzt echt gespannt, wie hier die Mission gemacht wurde. Und das werden wir auch jetzt herausfinden. Na, hast du es dir gemütlich gemacht? Gut, dann fange ich an. Mein Name ist Alfred. Lass mich dich auf den aktuellen Stand bringen. Rachel, die Ex von Bruce, hat einen neuen. Armer Bruce. Ich hatte wirklich gedacht, sie kriegen das hin mit der Fernbeziehung. Hab sogar einen neuen Hut gekauft. Dieser Kerl, Harvey Dent, steckt jetzt ganz schön in der Klemme. Er ist los und hat sich als Batman ausgegeben. Dent als Batman. Ein Witz. Er mag ja groß sein, ja, aber in Form ist er nicht. Für Bruce ist das ein Vollzeitjob. Mit Harvey Dent als Köder konnte der Joker einfach nicht lange widerstehen. Himmel, er ist wirklich nicht zu übersehen, was? Warte, das ist jetzt Harvey Dent? Wie sieht die denn aus? Oder wie sieht er denn aus? So gesagt. Und hier ist gleich mal ein Minikit. Nice. Ist direkt geschenkt. Gönnt man sich doch direkt. Alright, Sword ist hier auch am Start. Aber uns doch egal. Ich gönn nichts. Ich hol meine Süßigkeitenpistole. Peng, 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 peng. Und kaboom. Weil die kaputt. Peng, peng, peng. Kaputt. Und das letzte noch. Jawoll, jawoll. Meine Lieblingspistole. Er versucht, den Joker auszuschalten, aber er hat sie eiskalt abserviert. Selbst ihre schicken Helme und kugelsicheren Westen waren nichts gegen seine Schwesternuniform. Genau, da bringen auch diese Panzerwesten nichts. Wir sind fünfmal besser. Okay, genug. Au. Das tut voll weh. Jo, auf einmal hat der eine Panzerfaust. Gut, der LKW fährt weg. Fährt Rückwärtsgang. Oh. Ey, jetzt kommt noch so ein fetter Transportwagen. Na. Schwerlaster. Ist das nicht für Kriminelle, dass die da reinkommen? So, easy. Wenn er noch einmal so einen albernen Trick versucht, wird Dent auf langsamere Verfolgungsjagden umsteigen. Halt durch. Batman kommt gleich. Oh, das ist doch toll. Batman kommt gleich. Nein. Ich war viel zu spät, oder? Ja. Kann ich es noch kriegen? Warte, ich könnte es vielleicht noch kriegen. Okay, ich kann es nicht mehr kriegen. Wo könnte man vielleicht von hier aus rüberspringen? Nee. Okay, ich hoffe. Sonst bekomme ich kein Geld mehr. Ja, das Minikit haben wir verkackt. Aber Alter, da musst du ja so schnell reagieren. Das wird ja im freien Spiel nochmal hässlich. Weitergehen. Jemand muss diesen Clown aufhalten. Batman, wo steckst du? Er ist leider nicht hier. Ah, fuck, da ist er doch da. Was hast du vor, Batman? Ah, da kommt noch ein LKW. Passt ja. Aber jetzt können wir doch das... Ja, jetzt kriegen wir es doch. Ich weiß nicht, ob das das gleiche Minikit war oder ob es jetzt ein anderes. Das werden wir dann sehen. Ich glaube, wir müssen erstmal hier die Sword ausschalten. Ach, geht gar nicht. Das kann ich aber auch nicht aufbauen hier, oder? Ah, doch, jetzt. Jetzt. Geht doch. Ist das so eine super Schallkanone? Na, dann schieß mir doch los. Hä? Warum funktioniert das jetzt nicht? Hä? Soll er das machen oder was? Nein, so einstellen. Ich kann es nicht bewegen, warum? Ach, jetzt. Gut. Passt doch.
Musst du nur ein bisschen rumsitzen. Und weg mit der Einheit. Ich weiß nicht, was sieht Rachel bloß in diesem Kerl? Geht mich ja eigentlich nichts an. Ich habe gehört, dass dieser Typ unaufrichtig sein kann und, wie sagt man doch gleich, zwei Gesichter. Ha! Eine Bazooka? Los, Master Bruce, schnell rein! Oh, Bruce, nicht noch ein Auto, bei allem Respekt. Dieser Dent kann Master Wayne nicht das Wasser reichen. Unter den ganzen Rüstplatten und Latex hat Bruce einen weichen Kern. Kaum jemand weiß das. Ach, Bruce, du solltest doch nur die Lego-Türen wegpusten. Wer hätte das gedacht? Gordon lebt. Gut so, denn Batman braucht Hilfe dabei, den Joker aus dem Schutt zu buddeln. Obwohl der Großteil des Plans improvisiert werden musste, war sich Bruce relativ sicher, dass er die benötigten Teile gleich in der Nähe finden würde. Und hier mit Commissioner Gordon und Batman unterwegs, um diese verdammten Schurken hier auszuschalten. Aber ich frag mich bei... wie hieß der nochmal? Der Butler. Scheiße. Plötzlich wurden Batman und Gordon wieder von den Schlägern des Jokers angegriffen, wenn sie doch nur so etwas wie einen Helfer im Kampf gegen das Verbrechen hätten. Wir sind doch schon gut. Wir brauchen keinen Helfer. Also, Alfred, da verstehe ich aber nicht so ganz. Du beschwerst dich über seine Frau, warum sie mit Batman zusammen ist. Warum bist du dann immer noch sein Butler? Es ist ein bisschen merkwürdig. Aber okay, wenn er seinen Lohn bekommt, dann ist er in Ordnung. Die Stimme des Jokers war unter dem Schutt kaum zu hören. Aber ich glaube, er wollte Batman sagen, wo er seine Narben her hat. Seltsam, denn ich kann mich nicht erinnern, dass er überhaupt ein Fahrrad besitzt. Humor durchgespielt. Ey! Sachbeschädigung! Komm, die haben Pflanzen! Meine Güte! Passt dir denn heute auch gar nicht mehr auf, Junge? Da muss die Polizei wieder ran, ey. Immer muss die Polizei helfen. Schlimm hier. Ja. Als ob der mich jetzt umgebracht hätte. Kannst du es wagen? Komm, Mensch. Oh nein! Können wir hier den Anzug wechseln? Nee, können wir nicht. Das ist ein spezieller Batman-Anzug. Das finde ich schade. Hier brauchen wir auch den besonderen oder den story-relevanten Batman. Oh, kann ich da hoch? Da ist eine richtig geile Münze. Kann ich mir von Kran und dann hier hoch? Nee, geht nicht. Okay. Aber müssen wir vielleicht die Leiter... Ja. Batman baute, fragte der Joker ihn, warum so ernst? Worauf Bruce antwortete, ich bin Batman, ich bin immer ernst. Aber ob das seine Frage beantwortet hat? Ja, Batman hatte eine schlimme Kindheit, deswegen... Deswegen ist er halt immer so drauf. Gleiten wir doch... Oh mein Gott. Das war das Schlechteste, was ich jemals gemacht habe. Alter, schon ein bisschen peinlich. Dann nochmal hoch. Und I can flip, I can fly. Kann Batman? Ja, okay. Batman ist auch Techniker, kann das auch. Da haben wir auch gleich die nächsten Teile. Geil. Da oben komme ich wahrscheinlich eher mit einem Charakter, der fliegen kann. So meine Stimme kaputt gemacht. Das ist so krass. Na, stirb. Oh, jo. Geil versteckt. Und da haben wir gleich wahrer Held, jawohl. True Hero.
Alright, dann baue ich hier den Ich erinnere mich, dass Batman Joker fragte, warum er eine Schwesternuniform trägt. Er hat etwas von Fanservice gefaselt, was, das gebe ich zu, gar keinen Sinn für mich ergibt. Ach, das geht schon. Das nennt man Cosplay. Okay. Dann befreien wir den guten Joker. Nun, das lief so prächtig, wie zu erwarten war. Gordon ist jetzt Kommissar, der Joker im Gefängnis und Bruce hat sogar die Überreste von Rachels Freund gerettet. Dieser Joker ist eine ganz schön harte Nuss. Ich muss schon sagen, unter allen Gegnern von Bruce, die Lippenstift tragen, ist er definitiv der härteste. Jetzt muss ich zurück das Teewasser aufsetzen. Master Wayne wird am Verhungern sein. Er kann zwar einen Atomsprengkopf entschärfen, aber ein paar Fischstäbchen braten und seine Socken lässt er auch immer herumliegen. Also, den Joker haben wir natürlich nicht befreit, sondern einfach nur dort rausgenommen, damit wir ihn wieder festnehmen dürfen. Aber jetzt werden wir erstmal noch das Level 100% spielen. Dann waren das, glaube ich, auch alle Bonuslevel. Ich kann ja nochmal gucken, ob ich da nicht noch irgendeins vergessen habe. Aber es waren, glaube ich, wirklich alle. Ja. Ja, es waren alle. Gut, dann nochmal freies Spiel. Da gehe ich jetzt einfach mit Malfin Manhunter rein. Ist eigentlich eh egal. Na, hast du es dir gemütlich gemacht? Gut, dann fange ich an. Weil ich kann ja frei einfach auswählen. Gut, ich muss auch nicht auf Münzen achten, sondern einfach auf goldene Steine. Boah, auf Minikits, meine Güte. Und ich muss mich auch nicht verwandeln. Warum verwandelst du dich jetzt? Hallo? Bitte verwandle dich zurück. Genau. So, dann haben wir schon mal 4. Kann ich die direkt weglasern? Nee. Okay, dann müssen wir das erstmal wieder kaputt machen. Und eine Kanone bauen. Kaboom, kaboom, kaboom. Kaboom, kaboom, kaboom. Kaboom. Jetzt hör mal auf, hier rumzusauseln. Jetzt schalten wir nochmal die Sport-Einheit aus. Obwohl ich die eigentlich gar nicht mehr so schlecht finde. Die macht einen guten Job. Also, da kann ich mich nicht beklagen. Okay, aber ist denn nicht jetzt hier gleich das eine Minikit, das ich verpasst habe? Nein, wäre doch auf dich da immer reinzusetzen. So. Aber hier irgendwo gibt es keins mehr. Nee, das war tatsächlich das, was wir aufgesammelt haben. Ich dachte nämlich, da sind 2 in der Luft. Aber das haben wir schon aufgesammelt. Manhunter, hör auf, dich da reinzusetzen. Manhunter kann ja nochmal gucken. Hier links und rechts. Aber sieht gut aus. Ja. Boah. Wie oft sitze ich denn da die ganze Zeit rein? Fantastisch. Habt ihr die Panzerfaust da noch gesehen? Und die da in der Luft war? Nice. Und jetzt nochmal der letzte Konvoi. Wo wir diese Ultraschallkanone bauen müssen. Hallo? Was ist jetzt passiert? Achso, ich habe den Finisher gemacht. Ich dachte schon. Komm weg mit dir. Durch den Schlitz da runtergefallen. Ich weiß. Okay, haben wir den Abschnitt schon mal. Jetzt müssen wir hier sehr viel finden.
Uns fehlen, glaube ich, noch 9. 9 Stück. Quatsch, 9 machen keinen Sinn, ey. Ja, irgendwas in der Art. Ach, da oben kann man ja etwas sprengen, das sehe ich da. Muss ich das dann alles einfrieren? Mal gucken, warte mal. Wenn wir das mal auch hier. Hallo. Macht. Ich drück doch. Ich drück die ganze Zeit B. Mach erstmal die Gegner hier weg, weil die mich schon wieder nerven. Jetzt. Man geht weg. Ja. Schütz. Papiese. Gut. So, ich soll halt wirklich das einfrieren. Okay. Dann mache ich das doch. Eins von drei, okay. Dann haben wir direkt das zweite hier. Zwei von drei, jawohl. Können wir das hier gleich fertig bauen? Nein, die Gauner. Sie sind wieder zurück, um zu töten. Und um zu sterben. Alright, hier mein letzte. Gut, und dann war Adam Wester hier eingeschlossen mit dem Feuer. Warte, Adam Wester. Ich wusste ja, doch, dass ich meine Gadgets hätte mitbringen sollen. Gut, haben wir den auch? Na. Dann hier drin ist auch eins. Nee. Ich muss in die Nähe, warte mal. So, jetzt. 6 von 10. Oben wahrscheinlich noch. Kann einer fliegen? Ja. Genau, hier ist eins. 7. Dann brauchen wir hier, glaube ich, genau den Plastic Man. Hier wird's angezeigt. Hier wird der Charakter angezeigt. Aber die ganze Zeit bei diesen komischen Blumen wurde nichts angezeigt. Okay, es hat auch nichts gebracht, weil das hatten wir ja schon. Da oben hätten wir easy mit dem Charakter, der fliegen kann, hochkommen. Aber das haben wir ja schon gemacht. Dann können wir das da oben noch kaputt machen. Das hat irgendwie nicht viel gebracht. Ach doch, hier unten. Da können wir Green Lantern einsetzen und dann wurde der was raus? Bestimmt ein Minikit. Yep. Ich sehe doch da die Teile. Immer muss man alles zusammenbauen. 8 von 10. 2. Wo sind die letzten zwei? Ah, yeah. Immer wieder suchen. Okay, es ist Ende. Ist auch eindeutig zu sehen. Und hier oben vielleicht die Kisten. Nee, sieht schlecht aus. Hier vielleicht. Mähen wir doch einfach alles weg. Kannst du auch nicht zusammenbauen. Ich muss hier irgendwas mehrfach kaputt machen. Die Lampen. Geht nicht. Hä? Ich bin glaube wirklich blind oder so. Das alles kann ich nicht kaputt machen. Okay. Machen wir erstmal hier das an. Vielleicht bewirkt das irgendwas. Ja, stimmt, die Türen. Vielleicht ist dort was drin, was Wichtiges.
Warum ist die Musik auf einmal dreimal lauter? Was ist denn das rote Paket dort? Okay, nichts Besonderes. Schade. Aber kann ich nicht hier irgendwie rein? Nee. Ich dachte, da kann man noch irgendwie in so ein Secret Room. Die Box hier vielleicht? Nee, ich will nicht offscreen noch suchen, Alter. Vielleicht muss ich das Feuer entfernen. Warte mal. Superman? Bist du? Das ganze Feuer weg. Besatz. Genau. Vorne ist auch noch ein bisschen was. Ah, hier kann ich das zusammenbauen. Gucke mal. Okay, Green Lantern. Und der baut was auf? Sieht aus wie ein Hammer. Für einen weiteren Minikit. Jetzt fehlt mir trotzdem noch einer. Also das habe ich alles, das habe ich alles. Hier vorne irgendwas. Warum leuchten das? Brauche ich vielleicht irgendwie so einen Typen, der das... Nee. Leuchtenanzug bringt ja nichts. Hier unten haben wir auch schon durchgeguckt. Kann ich einen hypnotisieren? Nee. Okay, ich finde nichts mehr. Also das ist irgendwie blöd. Kann ich auch nicht kaputt machen. Bauen wir einfach weiter auf. Aber hier kann ich fast durchziehen. Warte mal. Vielleicht komme ich trotzdem noch um was. Ah, guck mal. Sind diese Effekte dort? Hier ist bestimmt noch was. Ja, das wurde mir doch schon angezeigt. Ich habe das schon vorgesagt. Das Teil kann ich auch nicht kaputt machen. Okay. Ja, dann weiß ich nicht, was ich noch machen muss. Müssen wir jetzt einfach weiter. Kann ich das Ding irgendwie lenken? Beenden wir einfach das Level. Finishen. Nun, das lief so prächtig. Okay, mal wieder ein Minikit nicht gefunden. Ist mir jetzt eigentlich auch scheißegal. Das kann ich ja alles noch im Offscreen finden. Das ist für mich noch okay. Auf jeden Fall war es das hier mit dieser Folge. Ich werde offscreen alle Level nochmal durchspielen und dort die ganze Level 100% spielen. Und das wird eine Heidenarbeit, aber egal. Deswegen mache ich es auch offscreen. Und den Rest würde ich dann ja in den Let's Play lassen. So finde ich das toll. Gut, ich hoffe, euch hat es gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein. Tschüss.